So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramsester Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag, denn gestern war Mittwoch, heute ist Donnerstag, ich nehme das direkt jetzt heute auf, denn gestern waren wieder so viele Infovideos da, da wollte ich das nicht den Kanal überfluten mit zwei Infovideos, einer Premiere und einem Adventskalender-Video, deswegen gibt es heute Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst, am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich trotzdem mit dem Daily Pass Zekrom Raids weitermache, weil ich brauche gar nicht so viele Platin-Medaillen, also ich unbedingt die Trainer-Hoffnungsmedaille ganz schnell pushen muss. Ich kann, wenn ein guter Raid-Boss da ist, den trotzdem raiden mit euch in der Raid-Gruppe. Und wenn mal Rotz da ist, kann ich ja was anderes raiden oder mit den grünen Pacen, die ich nebenbei immer über die Spezialforschungen kriege. Habe jetzt auch schon Krypto-Porygon mal gemacht oder ein Relaxo-Raid gemacht. So für mich, ne, während ich Zekrom weiter immer in die Raid-Gruppe poste, Link dazu in der Beschreibung. Nur nochmal so als kleine Info, wird also heute auch wieder ein Zekrom-Raid geben in der Raid-Gruppe von mir, wenn ihr mit mir da zusammen Zekrom machen wollt. So, jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei mir selber, denn ich habe ja das Ticket bekommen vom Alex für den Frigometri Fangkunst-Event-Tag. Das fand ich richtig cool, hat Spaß gemacht. Ein 100er war ja dabei und zwei Shinies. Das war richtig cool, beziehungsweise ein 100er und ein Shiny. Aber reicht mir ja. Das 100er könnte ich theoretisch jetzt verschicken, weil mit dem Ding macht man, glaube ich, eh nichts. Dann nochmal danke an Genaya, die mit mir in letzter Zeit kräftig tauscht. So habe ich jetzt die nächste Platin-Medaille hier für 10 Millionen Trade-Kilometer, Tauschkilometer. Wir sind gerade noch dran, für die 2500 Trades das zu sammeln. Da sind wir jetzt bei 2100 oder irgendwas. Sie nimmt da meistens auch einen Account, wo sie das auch noch nicht hat, dass sie auch davon profitiert. Danke also dafür, für jeden, der mir hilft, hier noch ein paar Platin-Medaillen auf dem Weg zu Level 50 zu bekommen. Dann hat mein Vulpix, mein Buddy, sich ein Ignivor-Kostüm angezogen, fand ich ganz lustig. Das könnte so doch als Halloween-Event-Pokémon durchgehen. Zelda für Herbert eben selbst gemacht zum 10-Jährigen. Das sieht cool aus, finde ich. Das ist eine gute Idee, denn ihr seht, das sind diese ganzen Elektro-Energie-Karten, die auf einen Haufen geworfen worden sind. Rechts seht ihr diese Psycho-Energie-Karten. Und dann einfach ein lilan, also selbst die Farbkombination finde ich so genial und so passend. Das Gelb kommt zum Vorschein, Enton blitzt durch. Das sind ja nur die Umrisse da, die dann hinten gefüllt sind von den Karten. Das ist auf jeden Fall richtig toll, vor allem auch mit Enton. Das sieht gut aus. Glückwunsch auch von meiner Seite aus zum 10-Jährigen noch. Kaiser Kai hier. Kaiser Kai zeigt uns seine Ausbeute vom Frigometri-Tag, ja, da waren ein paar Schnäppke dabei, Arktip, Frigometri, Zekrom, auch als Shiny mitgenommen. Im vierten Raid, den ich gemacht habe, ging mal schnell Zekrom Shiny hier also mitgenommen. Kaiser Kai, die Forschung hat gegönnt, noch 100% Frigometri dabei, auf dem Cutter, die Ausbeute davon, sehen wir nochmal, 5 Shiny Frigometri, ein Schnäppke. Eigentlich mache ich die GBL auf dem Account nur für den Sternenstaub, aber das nehme ich doch gerne mit. 100% Merrill aus der GBL. Kaiser Kai wieder, jetzt habe ich auch das blaue Pferd, wichtig. Blood and Tears, also Sarina, nur eine kleine Auswahl. Und nee, ich drehe dir nicht das Zapfdos von letzte Woche an. Das ist ein neues, kann nichts dafür, dass das Vieh immer so schnell aufgibt. 100er Frigometri, 100er Mabula, Shiny, Shigi, Krypto, Togepi, Shiny, Bodogel, Shiny und ein neues Zapfdos, ja, als Galar. Manche noch keins gesehen, sie kriegt regelmäßig eins, sie hat da immer Glück. Ja, und aber 100er Sneebel und 100er Hisui Sneebel mitgenommen, da ist echt wieder was zusammengekommen. Aluhut, 100% Zekrom. Shiny Vadribje, weiblich, was man auch entwickeln kann. Punita Shiny mitgenommen. Arktip, Schnäppke, Bronze, alles Shiny. Zurokex, Shiny. Vulpix, Shiny. Das eine Bild muss ich übrigens löschen aus der Collage. Wenn du es dir nochmal anguckst, weißt du warum. Ne, Bruder. Dann aber hier Diso, Frigometri, XL, 100%. Ihr seht, es gab viele Shinies in diesem Fangkunst-Event, es gab viele 100er im Fangkunst-Event. Gab es auch ein 100er-Shiny?
Wäre das dann Schocker der Woche? Oder nicht, weil es ja aus der Forschung eh Mindest-IV hat, es leichter ist, einen 100er zu bekommen, weil es erhöhte Shiny-Rate hatte, deswegen leichter war, einen Shiny zu bekommen und die Kombination daraus eben nicht so krass ist wie eben Wild oder so. Schnäppke, Frigometri, Arctip, hier auch noch mitgenommen als Shinies auf dem Ding. Sören! Wenn man Raid im Auto macht und der zweite Account mal wieder Glück hat, hier Krypto Zapdos, ist aber kein Shiny, ist normal, aber ist ein 96er Lauterbach Hessen, das ist auf jeden Fall nützlich für ihn. Im Auto sitzen bringt Glück, noch ein Glück Shiny hinterher. Shenaya aus der Heute-Herausforderung, aus der Heute-Forschung, Sneeble in die Sui Shiny, Flecknoil 100%, Mobi endlich gebrütet, Togepi. Shiny auch noch mitgenommen, hat sich gelohnt. Genaya auch 3 Shiny Frigometri abgegriffen. Margo FedEx 2 Shiny abgegriffen. Einen für Nondor in 100% jetzt. Zum besten Kumpel machen, schreibt er da auch gleich dran. Auch das 100er Frigometri. Timo! Timo hat den Vogel abgeschossen und er weiß ja jetzt schon, wenn er jetzt hier dran kommt und vorgelesen wird, dann ist es nicht Schocker der Woche. Der war so begeistert, er hat gesagt, oh mein Gott, das ist das erste Shando, was er dann so direkt kriegt und hat sich mega gefreut. Hat das später mal abgecheckt, er hat nur gesehen, Shiny, hat gar nicht auf die WP geguckt, kannte den Wert vielleicht auch nicht. Dann bewertet er das, sieht 100% Shiny, also ein Shando ist übelst abgegangen. Also wenn das mal nicht Schocker der Woche wird, ich sage immer, Schocker der Woche muss was Einmaliges sein in der Woche. Und jetzt habe ich schon alles verraten. Dann passt mal auf, wie es dann später weitergeht. Trotzdem Glückwunsch. Sieht ja irgendwie cool aus, wenn hier alles rot ist und da fett die Bewertung dran. Und ja, das musst du dir so ausdrucken als Karte und dann irgendwo hinheften. Dann der NetGhost. Ich habe die Evoli Edition und du die Pikachu Edition. Hm? Wie ich? Wisst ihr, was das ist? Wenn nicht, wird es demnächst... wird es demnächst nochmal ein kleines Video davon geben. Danke NetGhost. Übrigens muss ich noch ein Unboxing machen, ja. MacMaggie hier auch, Shiny mitgenommen, plus 100er mitgenommen. Alexander Ahringer, endlich beide Formen von Aktias in 100% in Pokémon Go. Benjamin hat wieder Duo Raids probiert. Mit nur Proto Groudon, Zekrom im Duo geschafft. Boss hatte Ladestrahl Stromstoß. Dieses Mal ohne den Teamangriffsboost. 92 Sekunden übrig. Nochmal Duo. Boss hatte Ladestrahl Knirscher. Auch hier wieder ohne Teamangriffsboost. 99 Sekunden übrig. Dann Feuerodem Wutanfall im Duo geschafft. Fee hatte Wetterboost. 45 Sekunden übrig. Und Ladestrahl-Lichtkanone im Duo geschafft, sprich die schlimmste Ladeattacke für die Fee-Pokémon. Fee hatte immer noch Wetterboost, 38 Sekunden übrig, also der schwerste, sieht man ja auch, ist einfach viel weniger Zeit dann übrig. Zapdos Annika, hier auch 3 Shiny Frigometri mitgenommen. Oh mein Gott, guck mal, der Schocker der Woche vom Timo ist wieder da, der Bofrost. Lustiger Name übrigens, also Annika hat auch ein Shando bekommen. Jetzt konnte Timo nicht der Schocker der Woche sein, weil Annika ja auch dasselbe bekommen hat. Dann ist es nicht einmalig. Dann kannst du das nicht geben. Bofrost, richtig guter Name. Dann haben wir hier der Hannes, der hat ja noch einen Shiny Krypto Zapdos mitgenommen, wie er das wieder gemacht hat, Hannes. Du alles Schlitzohr, du alles Schweinsohr am besten und so. Ich freue mich, wenn du wieder da... Jan Lange, was macht der denn schon wieder? Ich dachte, der ist hier bei Seven vs. Wild im Wald, aber mittlerweile sind die ja zurück und gönnt sich auch ein 100% Shiny Frigometri, also auch ein Shando. Das ist also das dritte. Timo, verstehst du mich jetzt? Timo! Verstehst du mich? Mein Auge, es brennt zur Hilfe. So scharfe Soße von gestern dran wahrscheinlich. Also auch ein Shando mitgenommen natürlich, deswegen es konnte kein Schocker der Woche sein. Heiko, hey, 100% Shiny Reshiram. Finde ich da natürlich seltener, weil
Du hast ja trotzdem diese Kombination aus den Raids, dass das erstmal shiny sein muss, aber dass das auch ein 100er sein muss. Und da ein 100er ist, ja wahrscheinlich genauso wie bei, ach keine Ahnung. Ich finde auf jeden Fall, Shando Regiram müsste seltener sein als Shando Frigometri, auch wenn ich Frigometri hier irgendwie besser finde. Aber der Schocker der Woche muss ja was Einmaliges sein. Gucken wir mal weiter, der Heigo hat hier also das Shando Regiram. Hat es uns nochmal hier gezeigt. 8.12. ist auch brandaktuell mit Wetterbrust, Cumulus, Schneckmark, Shiny, Sneebel aus dem täglichen Rauch, Shiny, Schneckmark, noch eins aus der Wochenbelohnung, Cumulus, ne? Cumulus hier, Ditto, Voldoball, Atomas Sun, Atome Sau. War bei mir zu Hause, leider zu spät mitbekommen. Wie leider? Hat auf jeden Fall der Lenzhardt, der Lennart hat hier ein 100er Yorklev. Der Lennart, ein Shando Regiram, leider nicht am Main mal wieder, freue mich aber total. Das heißt, der Heigo ist auch kein Einzelfall, wenn Star Lenzhardt Mini, nicht Main-Account, auch ein Shando bekommen hat. Deswegen konnte das natürlich nicht am 6.12. am Niklaustag. Das ist ein sehr cooles Geschenk. Dann hier nochmal ein Bild, wo ich mir denke, was? Wieder mit zeigen, guck mal, habe ich im Duo gemacht. Okay, wir sind aber schon bei Sekrom, da kann ich jetzt die Zeiten eh nicht nachvollziehen. Wir sehen hier mega Requarzer. Dann hier nochmal Bronzel, Shiny mitgenommen. Frigometri, Shiny. Fangkunstausbeute mit Schnäppke, Shiny. Dann nochmal Frigometri, zweimal Schnäppke, Arktip, Baumlieber. Der hat mehr gekriegt, ein unsichtbares Shiny Mauzi, was dann doch sichtbar ist. Yorklev, Shiny. Sekrom, Shiny, ein Raid, zwei Shinies, 28,46 und 28,42, okay, nimmt man mit, Krabi, Shiny, Kleinstein erlöst 100, Breni Stendal, 2 auf einen Streich, 200%ige Frigometri, natürlich beide 11,99, sieht man nochmal hier einzeln am 9.12. Stendal und nochmal 9.12. Stendal, wir können aber hier gucken, dass es nicht das gleiche ist, hier hat es nämlich 1 Kilogramm und 3 Meter und jetzt 2 Kilogramm und 8 Meter. Also, wenn man nur die letzten Zahlen sich anguckt. Dann habt ihr Mega Groudon. Und was hat der mitgebracht? Ein Shando Frigometri. Das heißt, das Timo konnte nicht der Schocker der Woche sein, weil es ist nichts Einmaliges, da es der Mega Groudon eben auch hat. Genauso wie der halbe Rest der Welt. Und es ist trotzdem cool. Es ist trotzdem cool. Ich konnte nicht 4 Leute hier als Schocker der Woche machen. So, dann nehmen wir weiter. Guck mal, Balu, der hat auch einen Frigometri gefangen. Und wo ist denn die Feuerwehrfrau, Laura? Hä? Der Lennart steigt dir wohl zu Kopf, gar keine Einsendung da. Dann gestern Abend bei der Premiere mit der Stuffed Crust Pizza, da hat der Hannes noch ein paar Mitgliedschaften verschenkt. Danke dafür. Die Shenaya hat auch Mitgliedschaften verschenkt. Danke dafür. Ihr seht zum Beispiel Madu, Leon Dai, Lilian Fossil, Babette Ludwig. Kenn ich nicht. Wink. Haben alle eine bekommen. Und deswegen Glückwunsch dazu. Danke an die zwei Pferde. Wieder mal. Hier liegt immer noch, pass auf, mein sexy Flaschenöffner. Guckt euch den doch an, wie der aussieht. Das soll ein Wrestler sein, mexikanischer Lucha Libre. Sieht eher aus wie so ein Sadomaso-Mann, der hier so breitbeinig da liegt, dass du die Flasche da aufmachst und der, oh ja. Das ist genau meins. Ich feiere das übelst. So, das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche bei Raider Mittwoch am Donnerstag. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht von Adi Schatz und seinem schwarzen Gummimund, sondern ich musste mich entscheiden, was nehme ich denn jetzt, wenn ich keine Shandos nehmen kann. Wir haben es von Zelda nochmal, also der Sina. Sowas schon mal, wer gehabt in einem Rauch, Ramses, etwas für dein Video. Es gibt ja Leute, die haben noch nie einen Gallervogel gesehen. Dann gibt es Leute, die haben mal einen gesehen, der ist dann auch geflüchtet. Dann gab es mal Leute, die haben gesagt, boah, bei mir waren heute 2 im Rauch, sind beide geflüchtet. Aber bei ihr waren einfach 3 Stück kurz hintereinander. Das finde ich richtig krass. 13.32 Uhr, 13.33 Uhr und 13.35 Uhr. Also 3 Gallervögel aus dem täglichen Abenteuerrauch. Hat schon mal jemand 3 Stück gehabt? Hat schon mal jemand 4 gehabt oder mehr gehabt? Oder hat in den 15 Minuten, habt ihr 15 Stück gehabt? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Das glaube ich euch zwar dann nicht, aber das war es von meiner Seite aus.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Jetzt am Freitag wollen wir mit Thomas Rothe nochmal nach Suhl auf den Weihnachtsmarkt eine Chili-Bratwurst essen. Samstag und Sonntag sind ja die zwei Super Sea Days. Da sind wir 14 bis 15 Uhr immer eine Stunde spazieren im englischen Garten. Ansonsten war's das von meiner Seite, also mit Stream, Livestream unterwegs, mobil. Ne? Wenn ihr in Meining seid, kommt halt rum, lasst uns zusammen rumlaufen oder so. Lasst uns froh und munter sein. Das war's von dem Video. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.